Nach den Wiederholungen sollte es nur eine Sache geben bei euch im Kopf und das ist hier aus diesem Polster rauszukommen. Heute gebe ich euch auch endlich, nachdem ihr alle schon tausendmal danach gefragt habt, meine absolute Spezialgeheimübung für den Beinbeuger. Das ist jetzt die perfekte Position für mich, denn ich habe jetzt ordentlich Zug auf der Kette, kann über einen großen Bewegungsradius arbeiten, aber ganz, ganz wichtig, bin hier auch noch in der Lage, alleine hinzukommen, ohne meinen Muskel zu überdehnen. Stellt euch vor, ihr macht so eine Superman-Pose, als ob ihr euch so lang wie möglich machen wollt, denn das bringt den Beuger wirklich komplett auf Dehnung und wird natürlich auch nochmal das Widerstandsprofil so verändern, dass es schwerer wird. Wichtig ist, dass ihr das nicht am unteren Rücken macht, sondern am oberen Rücken, denn wir wollen sicherstellen, dass der Oberkörper nach vorne gelehnt wird. Freunde, weiter geht's mit der nächsten Muskelgruppe hier in meiner Guide-Reihe und heute kümmern wir uns ganz speziell um den Beinbeuger. Für mich eher persönlich eine Stärke, für die meisten von euch auf der anderen Seite wahrscheinlich eher eine Schwachstelle. Die Beine hinken sowieso immer so ein bisschen hinterher und der Beinbizeps sowieso, denn der wird immer stiefmütterlich irgendwie am Ende des Beintrainings, wenn man schon völlig fertig ist, noch irgendwie mit drangehangen. Und damit soll jetzt erstmal Schluss sein, denn ich zeige euch heute, wie ihr aus den einfachsten Übungen wirklich noch viel mehr rausholen könnt, welche Anpassungen ihr vornehmen müsst, um das auch in eurer Studiosituation maximal umsetzen zu können. Und heute gebe ich euch auch endlich, nachdem ihr alle schon tausendmal danach gefragt habt, meine absolute Spezialgeheimübung für den Beinbeuger mit. Eine spezielle Abwandlung der Gluteum Raise, die ich noch mal ein bisschen angepasst habe und ihr sicherlich auch in eurem Studio umsetzen könnt. Dazu aber später mehr. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, um zu erfahren, wie die aussieht. Jetzt starten wir aber erstmal ins Video, kümmern uns um die absoluten Basics und optimieren erstmal eure Beincurls. Wir starten ins Beinbeugertraining mit einer der wohl absolut wichtigsten Übungen überhaupt, dem liegenden Beincurl. Den habt ihr sicherlich in irgendeiner Art und Weise bei euch im Studio auch zur Verfügung, gehört eigentlich meistens zur Grundausstattung. Und von dem her wollen wir den natürlich auch nutzen, denn der hat ein paar ganz spezielle Vorzüge im Vergleich zur knienden, stehenden oder auch sitzenden Beincurl-Variante. Und von dem her wollen wir jetzt mal schauen, wie wir hier alles aus dem Gerät rausholen können. Wenn wir in eine Übung reinstarten, wollen wir natürlich gerade bei Maschinen erstmal schauen, dass alle beweglichen Teile der Maschine auf unsere persönliche individuelle Struktur bestmöglich eingestellt sind. Denn je nach Körpergröße und individuelle Veranlagung können sich hier schon maßgebliche Unterschiede ergeben. Von dem her starten wir doch mal rein. Wenn wir jetzt hier loslegen, haben wir mehrere Teile, die sich bewegen. Das ist einmal diese Achse hier, dann haben wir noch das Polster und wir haben natürlich unsere Positionierung in Relation zu dem Gerät. Wir fangen mal an mit der Drehachse. Das hier, was ihr hier seht, wo sich das Gerät bewegt, ist die Drehachse, wo die Kraft sozusagen gehebelt wird. Und es gibt eine Grundregel, die könnt ihr euch merken. Ihr wollt grundsätzlich das arbeitende Gelenk, das ist ja jetzt in dem Fall das Knie, wenn wir das Bein beugen, auf eine Linie bringen mit dieser Drehachse. Ja, das heißt, egal ob es jetzt ein Beinstrecker ist, eine Bizeps-Curl-Maschine oder auch jetzt hier der Beincurl zum Beispiel, immer die Drehachse und das arbeitende Gelenk in eine Linie bringen. Das würde jetzt so aussehen, dass wenn ich mich in dem Gerät rein positioniere, das Knie dementsprechend hier genau auf eine Linie bringe. Und damit klärt sich dann auch die Frage, wie weit solltet ihr euch auf die Bank rauflegen, so dass das Knie genau hier abschließt und ihr dann genau eure Position gefunden habt, wie weit ihr auf dem Gerät draufliegen sollt. Die nächste Sache ist natürlich noch das Polster. Hier wird die Kraft übertragen und dementsprechend wichtig ist dieser Punkt auch. Ganz, ganz oft sehe ich den Fehler, dass die Leute das viel zu sehr am Hacken positionieren, das heißt eher weiter unten am Unterschenkel, was dann dementsprechend dafür sorgt, dass ihr Scherkräfte im Kniegelenk habt und dass die Kraftübertragung wesentlich schlechter wird. Das Ganze könnt ihr minimieren, indem ihr das Polster möglichst hoch am Bein einstellt. Als Richtwert kann ich euch sagen, ungefähr unterhalb der Wade. Das heißt, hier, wo der Gastrocnemius aufhört, sollte ungefähr das Polster sein. Da habt ihr eine wesentlich bessere Kraftübertragung und werdet auch direkt den Unterschied feststellen, dass sich das Gerät einfach, sage ich mal, fluffiger anfühlt. Dementsprechend für meine Struktur kenne ich natürlich hier schon die Einstellung. Legen wir das jetzt mal so los, dass es genau unter der Wade abschließen wird, zeige ich euch gleich. Jetzt ist natürlich doch die Frage, mit welcher Einstellung steigen wir ein? Denn ihr könnt das Ding natürlich jetzt extrem hoch oder extrem niedrig stellen. Und gerade beim liegenden Beincurl würde ich euch empfehlen, immer die unteren 10% der Übung vom Bewegungsablauf auszulassen. Denn die Funktion, das Bein aus der gestreckten Position anzubeugen, macht der Gastrocnemius, das heißt der Wadenmuskel. Deswegen spüren viele von euch auch vermehrt den Wadenmuskel, wenn sie den liegenden Beincurl machen. Das ist jetzt nicht richtig oder falsch, aber wenn es heute darum geht, wirklich die hintere Beinkette und vor allen Dingen auch den Beinbeuger zu maximieren, geht es natürlich vor allen Dingen auch darum, andere Muskelgruppen, die potenziell hier mit reinspielen könnten, aus bestimmten Teilen der Bewegung rauszunehmen. Sprich,
Wir wollen diesen unteren Teil weglassen. Das heißt, es würde schon mal keinen Sinn ergeben, aus einer sehr tiefen Position zu starten. Wenn ich das Gewicht jetzt raushebe, seht ihr schon, ist hier schon Zug drauf, wo ich sozusagen noch gar nicht in der Bewegung drin bin. Das heißt, das bringt schon einen Zug auf die hintere Beinkette und bringt mich wieder in eine verletzungsanfällige Position. Dadurch, dass wir den unteren Teil auslassen, können wir ruhig ein bisschen höher starten und dafür sorgen, dass wir hier in der Ausgangsposition noch keine Spannung haben. Eins weiter. Ungefähr auf einer Linie, könnt ihr euch merken, dass wir hier noch keine Spannung haben und erst wenn ich die Hüfte dann stabilisiere, jetzt habe ich Spannung drauf. Das heißt, hier überdehne ich den Muskel jetzt nicht in einer ungünstigen Position, kann mich erstmal richtig ausrichten und wenn ich dann loslege, bringe ich die Spannung rauf und bin dann in einem Bereich, wo ich auch dementsprechend arbeiten kann. Ganz, ganz oft lassen sich die Leute so reinfallen aus dieser unglaublich tiefen Position, überdehnen den Muskel dann hier schon extrem und sorgen auch dafür, dass hier schon Spannung drauf ist, wo sie noch gar nicht richtig positioniert sind. Ihr wollt bei Geräten grundsätzlich erstmal ein gutes Setup schaffen. Wenn ihr zum Beispiel mit dem Oberkörper noch nicht richtig verankert seid in der Maschine, braucht ihr auch noch gar nicht auf dem Unterkörper zu übertragen, denn der Körper funktioniert wieder als Kette und wenn irgendein Teil dieser Kette bricht, wie zum Beispiel hier die Stabilisierung vom Oberkörper, wird das Ganze eher nach hinten losgehen. Von dem her bringen wir jetzt nochmal alles zusammen. Wir bringen unser Knie auf diese Ebene, haben das Polster direkt unter der Wade und stellen das Ding so ein, dass es ungefähr auf einer Linie ist, dass wir es mit minimalen Rausheben auf Spannung haben, aber die unteren 10% dann sozusagen auslassen können. Ein weiterer ganz, ganz wichtiger Punkt bei dieser Art von Gerät ist es, auch wieder egal ob Beinstrecker, Beincurl, die Kraft wirkt immer gerade. Das heißt, dieser Hebelarm geht gerade rauf und runter. Wichtig ist für euch jetzt, dass dementsprechend eure Beine auch genauso ausgerichtet sind wie das Gerät. Denn für die meisten von uns, gerade wenn ihr dicke Beine habt, werdet ihr in einer entspannten Position eher die Beine nach außen ausgerichtet haben, während das Gerät aber gerade läuft. Wenn ihr jetzt so in das Gerät reingehen würdet und ihr würdet so curlen, würden sich auch wieder extreme Scherkräfte ergeben und ihr würdet bei weitem nicht die Zielmuskulatur so treffen, wie es eigentlich angedacht ist. Von dem her ist jetzt folgender Schritt notwendig. Ihr rotiert eure Knie nach innen, damit ihr das gerade ausrichtet und eure Knie und Fußspitzen gerade sind. Viele machen noch den Fehler, dass sie zwar die Knie vielleicht gerade machen, dann aber die Fußspitzen wieder nach außen rotieren und dann auch wieder eine Schrägstellung haben. Wir wollen wirklich alles in eine Linie bringen. Das heißt, der erste Schritt, Spannung auf den Adduktor geben, damit ihr die Knie sozusagen nach innen bringt und dann die Zehenspitzen auch dementsprechend nach innen drehen, dass ihr hier wirklich gerade seid. Je dicker eure Beine sind und je mehr ausgeprägt eure Adduktoren sind, desto mehr müsst ihr die Füße nach innen drehen. Für die meisten von euch wird sich das wahrscheinlich schon komisch anfühlen. Und dann, wenn ihr glaubt, ihr seid schon zu sehr nach innen gedreht, seid ihr in der Regel erst gerade. Erlebe ich immer wieder in Personal Trainings, dass die Leute da ein ganz falsches Körperwahrnehmungsgefühl haben, dass sie einfach noch nicht gerade ausgerichtet sind und erst, wenn man die Füße überdreht sozusagen, sie dann wirklich in einer geraden Position sind. Denn eins ist immer wichtig, der Fuß und das Knie arbeiten immer zusammen. Das heißt, da wo ich meinen Fuß hindrehe, seht ihr schon, da dreht sich auch mein Knie mit. Es ist fast unmöglich, den Fuß zu drehen, ohne das Knie mitgehen zu lassen. Und dementsprechend wird eure Knieposition immer maßgeblich darüber bestimmt, in welcher Position euer Fuß ist. Wenn ihr denn also eine gewisse Grundspannung auf dem Adduktor habt, stellt ihr dann sicher, dass ihr diese auch haltet, indem ihr den Fuß nach innen rotiert. Kannst ja mal von hinten filmen und ich zeige mal, wie das aussehen würde. Das wäre jetzt die Stellung, wie es normalerweise wäre, wenn ich das Ganze nicht kontrolliere. In der normalen Position sind meine Beine so ausgerichtet. Und ihr seht schon, hier bin ich schon fast am Kippen und passe schon gar nicht mehr unter das Polster und hätte dementsprechend auch eine beschissene Kraftübertragung. Wenn ich jetzt aber mich nach innen ausrichte, Druck auf die Adduktoren gebe und vor allen Dingen dann noch die Füße nach innen nehme, ist es mir möglich, hier möglichst gerade zu arbeiten. Und dann auch sicherzustellen, dass hier, wie gesagt, diese ganzen negativen Punkte von der schrägen Ausrichtung weggenommen werden, keine Scherkräfte, eine bestmögliche Kraftübertragung und hier auch wirklich alles aus der Übung rauszuholen. Man muss natürlich dazu sagen, mit größerer Muskelmasse in den Beinen wird das immer schwieriger und das kann auch bei bestimmten Geräten irgendwann dazu führen, dass ihr mehr damit beschäftigt seid, hier eure Beine zusammenzubringen als alles andere. Da würde sich natürlich auch nochmal eine unilaterale, also eine einbeinige Ausführung anbieten.
Das geht aber nicht bei jedem Gerät. Hier zum Beispiel werdet ihr dann wieder durch den Hebelarm limitiert. Da bietet es sich vor allen Dingen immer dann an, wenn ihr diesen Hebel in der Mitte habt bei den Geräten. Müsst ihr individuell nach Gerät schauen. Aber auf jeden Fall eine wichtige Sache, die es mit zu beachten gilt. So, während wir jetzt den Unterkörper schon richtig ausgerichtet haben, darf auch natürlich der Oberkörper nicht fehlen, denn der ist hier auch in einem liegenden Beinkurl maßgeblich beteiligt und entscheidet irgendwo auch zu einem gewissen Teil darüber, wie effektiv die Übung für euch wird. Ihr habt an verschiedenen Herstellern verschiedene Möglichkeiten, euch festzuhalten. Das ist definitiv die beste, wo die Griffe weit vorne und auseinandergelagert werden. Ihr kennt alle diese Griffe, wo ihr sehr eng und sehr nah dran seid. Da habt ihr einfach einen schlechteren Hebel, euch dann in das Gerät reinzuziehen, denn die Kraft von dem Hebelarm zieht euch ja sozusagen nach hinten. Und wir müssen jetzt mit dem Oberkörper ausgleichen, diesen in Position zu halten, indem wir Spannung auf den Latissimus geben und die Griffe sozusagen aktiv in den Körper ziehen, damit der Oberkörper genau in der richtigen Position ist. Während wir das machen, gibt es noch einen weiteren wichtigen Punkt beim liegenden Beinbeuger, denn dieser zeichnet sich ja vor allen Dingen dadurch aus, dass wir eine gestreckte Hüftposition haben. Komm mal zur Seite, ich zeige mal einen Fehler, was man ganz, ganz oft sieht bei der Ausführung. Und zwar, dass die Leute immer so mit dem Hintern hochkommen. Dass sie gar nicht das wirklich aus dem Bein ziehen, sondern dass einfach immer nur der Hintern sich so anhebt. Und das wollen wir vermeiden, indem ihr euch, wenn ihr euch auf das Gerät positioniert, die Hüfte nach vorne schiebt. Das heißt, stellt euch vor, ihr spannt den Arsch an und schiebt diesen nach vorne. Von dieser Bewegung auf diese Bewegung. Denn wenn ihr diese Position mit einem Hohlkreuz und den Arsch nach hinten habt, wird immer der Arsch sehr stark hochkommen und sich raushebeln. Das heißt, wir stellen das aus, indem wir die Hüfte strecken und bewusst nach vorne schieben. Das Polster, stellt euch vor, ihr drückt die Hüfte in das Polster rein. Eine weitere wichtige Sache ist die Oberkörperpositionierung. Ganz oft sieht man auch im Studio, dass die Leute irgendwie sowas hier machen und sich so extrem aufstützen, wenn sie das machen. Die Intention ist die gleiche wie das, was ich gerade gezeigt habe, und zwar die Hüfte zu strecken. Das geht aber auch mit Stabilität, denn der große Preis, den wir dafür zahlen, wenn wir solche Spirenzchen hier machen, uns so richtig aufzurichten, ist, dass wir einfach sehr, sehr viel Stabilität von der Übung wegnehmen, was immer das A und O ist, wenn ihr wirklich sehr viel Muskelwachstum ausreizen wollt. Denn der Output in der Zielmuskulatur wird immer maßgeblich dann erhöht, wenn ihr ein möglichst stabiles Setup schafft. Und wenn ihr solche Geschichten hier macht, ist das ja die Instabilität überhaupt. Und das können wir wesentlich besser gestalten, indem wir hier die vorgesehenen Griffe nehmen. Und jetzt mache ich Folgendes, dass ich hier greife und reinziehe sozusagen. Also ich ziehe meinen Arm, ihr seht es jetzt nicht, aber diese Bewegung führe ich sozusagen aus, dass ich mich hier reinrüdere. Jetzt habe ich Spannung auf dem Latissimus, der meinen Oberkörper in Position hält. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, sollte ich den Oberkörper hängen lassen oder sollte ich ihn aufrichten? Es hilft bei den allermeisten, wenn sie den Oberkörper etwas aufgerichtet haben. Nicht so sehr, dass die Stabilität verliert, aber so sehr, dass ihr die Hüfte mehr strecken könnt. Ich richte meinen Oberkörper jetzt auf, ziehe mich in den Griff rein und strecke jetzt meine Hüfte. Und das bringt jetzt auch meine Beine in die Position, wo hier Spannung drauf ist. Und jetzt kann ich aus dem idealen Setup, wo ich wirklich maximal stabil bin und meine Hüfte gestreckt habe, arbeiten. Lasse die unteren 10% aus. Wir haben besprochen, ihr geht nicht ganz runter. Denn alles, was nach diesem Punkt hier kommen würde, würde die Wade machen. Diese letzten 10% des Knie anzubeugen in dem Bereich, das macht nur noch der Gastrocnemius. Den können wir uns sparen. Das heißt, wir können komplett hoch, kontrollierte Negative und stoppen hier die Bewegung und gehen wieder in die Positive. Wir bauen keine Haltepunkte ein, das ist hier nicht notwendig, um das Widerstandsprofil zu manipulieren und gehen dementsprechend nur bis hier runter, um die Wade bestmöglich rauszuheben. Und ihr seht schon, ich strecke meine Hüfte die ganze Zeit hier in das Polster rein und habe den Oberkörper aufgerichtet. Bin aber trotzdem stabil, dadurch, dass ich mich hier mit den Armen reinziehen kann. Also ihr seht schon, ganz einfaches Gerät, aber unglaublich viel, was es zu beachten und zusammenzubringen gibt. Da werdet ihr sicherlich ein paar Anläufe brauchen. Konzentriert euch vielleicht erstmal auf eine Sache und arbeitet euch dann Stück für Stück mit den Punkten vor. Wir gehen nochmal durch, Zusammenfassung. An den Griffen vorne zieht ihr euch in das Gerät rein. Der Oberkörper ist leicht aufgerichtet, aber so, dass ihr noch die maximale Stabilität habt. Die Hüfte wird in das Polster geschoben, richtig reingedrückt und der Arsch dabei angespannt. Der Beinbeuger ist auf Spannung und der Adduktor ebenfalls, dass die Knie nach innen rotiert werden. Die Füße dementsprechend auch. Das Polster ist direkt unter der Wade positioniert und wir lassen die unteren 10% von der Bewegung aus, um die hauptsächliche Belastung wirklich auf dem Beinbeuger statt auf der Wade zu haben.
Und damit würde ich sagen, haben wir die erste Übung auch im Kasten und springen gleich mal auf in die nächste. Weiter geht's hier mit der zweiten Übung. Sitzende Beincurls dürfen natürlich hier auch in unserem Programm nicht fehlen. Wobei man jetzt dazu sagen muss, in eurer Programmgestaltung würde ich schon empfehlen, diese Übung eher tendenziell weiter hinten im Training auszuführen. Denn hier bringen wir den Beinbeuger in eine sehr stark gedehnte Position, die tendenziell auch wieder eine große Verletzungsanfälligkeit mit sich bringen kann. Das heißt, um eine gewisse Langlebigkeit in eurem Training zu gewährleisten und hier Sehnenüberlastung und so weiter zu vermeiden, würde ich grundsätzlich empfehlen, natürlich kann man auch wieder davon abweichen, aber jetzt mal ganz schwarz-weiß betrachtet, erst Übungen im Training heranzuziehen, wo tendenziell vom Widerstandsprofil die Kontraktion sehr schwer ist und der Muskel nicht übermäßig gedehnt wird, und diese dann erst später im Training heranzuführen, wenn ihr schon wirklich warm seid und auch schon eine gewisse Vorbelastung habt, dass ihr hier nicht mit eurer 100%igen Leistungsfähigkeit in diese Übung reingeht, die eure Strukturen gegebenenfalls sehr überreizen können. Das heißt, beim liegenden Beincurl, mit dem wir jetzt gestartet sind, sind wir ja in einer gestreckten Hüftposition. Das heißt, eure Hüfte ist dementsprechend in einer gestreckten Variante und ihr beugt euer Knie, sodass wir hier in eine maximale Kontraktion kommen. Denn der Beinbeugermuskel setzt ja dementsprechend am Knie und an der Hüfte an. Und deshalb ist es auch immer wichtig, in welcher Position Hüfte und Knie in Verhältnis zueinander sind, um darüber zu entscheiden, ob wir eher vom Widerstandsprofil die Dehnung oder die Kontraktion überladen. Das heißt, grundsätzlich könnt ihr euch merken, beim liegenden Beincurl habt ihr eher die Kontraktion im Fokus und bei einem sitzenden Beincurl, wo die Hüfte dann gebeugt ist und das Knie ebenfalls gebeugt wird, in Verbindung, habt ihr dann eher den Beinbeuger in der gedehnten Position überladen. Das ergänzt sich dementsprechend gut im Training, weshalb ich auch ein Programmdesign zum Beispiel so aufsetzen würde, wenn ihr zwei Beinbeugerübungen drin habt, dass ihr eher eine sitzende und eine liegende Variante habt, was sich dann wieder bestmöglich ergänzt. Um das Ding hier zum Laufen zu bekommen, bevor wir loslegen, sind jetzt erstmal ein paar Anpassungen notwendig. Denn wir haben gerade schon drüber gesprochen, wir wollen eine gebeugte Hüftposition darstellen. Das heißt, wir legen sozusagen in dieser Position los. Und ihr werdet es alle schon kennen, wenn ihr euch nach vorne dehnt, habt ihr hier schon direkt Zug auf der hinteren Kette. Denn durch diese Beugung setzt der Ansatz sozusagen vom Beinbeuger hier, wird dann schon auf Spannung gebracht. Das ist nicht richtig oder falsch, einfach nur eine andere Art der Belastung, die wir uns jetzt hier aber zunutze machen, um den Muskel halt aus wirklich allen verschiedenen Winkeln dementsprechend zu fordern. Um diese gebeugte Hüftposition zu erreichen, nehme ich mir ganz gerne eine App mit zur Hilfe. Die zeichnet sich dadurch aus, dass sie auf der einen Seite dicker ist und auf der anderen Seite dünner. Und die wird dann hier an dem Gerät positioniert. Ihr seht schon, mit dem dicken Ende nach oben. Wichtig ist, dass ihr das nicht am unteren Rücken macht, sondern am oberen Rücken. Denn wir wollen sicherstellen, dass der Oberkörper nach vorne gelehnt wird. Ihr kennt das alle und habt das bestimmt schon mal gesehen, dass die Leute beim Beincurl sich immer so extrem nach vorne beugen und dann diese Bewegung ausführen. Das ist nicht wirklich förderlich, denn das gibt eine ganze Menge Stabilität auf. Gerade der sitzende Beincurl ist wirklich eine Übung, wo irgendwann die Stabilität meistens limitiert, weshalb auch wieder ein guter Pluspunkt wäre, das erst später im Training auszuführen. Denn wenn ihr hier mit weniger Gewicht agieren müsst, habt ihr auch weniger Probleme, euch hier im Sitz zu verankern und dann dementsprechend Output auf die Muskulatur zu geben. Ein Faktor, den wir auf jeden Fall nicht machen wollen, ist dieses extreme nach vorne lehnen. Das bringt zwar vom subjektiven Empfinden her einen Zug auf die hintere Kette und ihr spürt sie dadurch gut, weil sie gedehnt wird. Das heißt aber nicht, dass der Output wirklich höher ist. Hier würde ich euch eher empfehlen, eine gebeugte Hüftposition einzunehmen, indem ihr euren Oberkörper aufrichtet. Schau mal von der Seite. Also wir wollen nicht die Hüfte so beugen, sondern wir wollen sie beugen, indem wir sie sozusagen aufrichten und den Hüftwinkel so herstellen, dass wir uns groß machen. Stellt euch vor, jemand zieht euch an der Brust nach oben und ihr macht euch gerade. Und ihr seht schon, mein Rücken ist jetzt weg vom Polster. Denn wenn ich mich jetzt nach hinten lehne, kann ich mich nicht so aufrichten und komme halt eher wieder in eine Hüftstreckung sozusagen. Wir wollen aber die Hüfte maximal beugen und dabei ein stabiles Setup finden. Und um genau diese Lücke, die ich jetzt hier im Rücken habe, zu schließen, nehmen wir uns die App mit zur Hilfe. Die kommt jetzt einmal hier dran. Das Ganze wird befestigt mit einer Transportsicherung. Da bräuchte ich langsam mal ein Sponsoring vor, wie oft ich die schon in die Kamera gehalten habe. Die kriegt ihr einfach für 3 Euro im Baumarkt und muss nicht viel Geld kosten. Ich packe euch mal einen Amazon-Link unten rein, damit ihr wisst, welche ihr braucht. Und dann wird das Ganze hier einfach einmal festgezurrt. Ihr seht schon, das dicke Ende oben, das dünne Ende unten und das Ganze am oberen Sitzende positionieren. Genau. Jetzt noch einmal richtig festmachen. Und wenn ich jetzt einsteige,
seht ihr schon, und mich jetzt aufrichte vom Oberkörper, ist jetzt dieser Platz in meinem Rücken gefüllt und ich habe wieder Stabilität gewonnen, indem ich hier nicht lose im Raum hänge und dann nachher rausgehebelt werde, sondern hier richtig gegenarbeiten kann, um wieder zusätzliche Stabilität zu gewährleisten. Machen wir gleich weiter. Die ganzen Grundprinzipien, die wir beim liegenden Beincurl schon angewandt haben, gelten hier grundsätzlich auch wieder. Das heißt, wir wollen schauen, dass das Knie auf einer Linie mit der Drehachse ist. Und ihr seht schon, jetzt ist mein Knie vor der Drehachse. Das heißt, jetzt müsste ich hier noch den Sitz ein bisschen anpassen. Dass wir einmal schauen, hier wieder alles richtig auszurichten. Und ihr seht schon, jetzt bin ich hier wirklich auf einer Linie. Und das passt jetzt hier auch dementsprechend wieder, damit ich mich gut ausrichte. Die nächste Sache ist, gerade hier ist es enorm entscheidend, noch viel, viel wichtiger als beim liegenden Beincurl, denn hier kann eine ganze Menge schief gehen, wenn ihr euren Muskel in eine Position zwingt, für die er eigentlich gar nicht gemacht ist. Was meine ich damit? Wenn ihr das Gerät zu hoch einstellt oder Gewicht drauf habt, wird das Gerät natürlich dafür sorgen, dass euch das Gewicht hochdrückt. Aber jetzt ist die Frage, würde dieser Bewegungsradius auch ohne Gewicht für euch möglich sein? Viele von euch kennen das vielleicht in der Kniebeuge. Ihr kommt ohne Gewicht nicht richtig runter in die Hocke und erst wenn ihr ein oder zwei Scheiben drauf habt, presst euch das Gewicht sozusagen in die richtige Position. Da wäre ich immer vorsichtig, denn wenn das ohne Gewicht nicht möglich ist von der Mobilität her, würde ich nicht einen externen Faktor wie das Gewicht dazu mich zwingen lassen, in diese Position mich reinzuzwängen. Das ist dann wieder eine Sache, wo ihr euch schnell verletzen könnt und auf Dauer auch wieder eure Strukturen überlastet. Von dem her wollen wir immer schauen, was macht euer Körper auch ohne Gewicht möglich? Und passen uns dann darauf an. Ihr solltet niemals euch an das Gerät anpassen, sondern immer andersrum das Gerät an euch, um Verletzungen zu vermeiden. Dementsprechend gibt es einen ganz einfachen Trick. Erstmal stellen wir das Polster wieder so ein, dass es unterhalb der Wade ist. Wir haben schon die Grundregel gehabt, Polster immer unter dem Wadenmuskel angesetzt. Genau. Dann nehmen wir die Beine rauf, stellen es hoch. Und jetzt machen wir einen ganz einfachen Trick und nehmen einfach mal die Beine hoch. Und ihr seht schon, ich habe hier noch ordentlich Platz. Das heißt, jetzt kann ich noch eine Stufe höher stellen. Und jetzt mache ich das wieder und ich habe immer noch ausreichend Platz und meine natürliche Beweglichkeit ermöglicht das. Jetzt wird es wahrscheinlich schon enger und ihr seht, jetzt kriege ich es gerade noch so hoch und hier ist jetzt noch ein ganz kleines bisschen Platz. Das ist jetzt die perfekte Position für mich, denn ich habe jetzt ordentlich Zug auf der Kette, kann über einen großen Bewegungsradius arbeiten, aber ganz, ganz wichtig, bin hier auch noch in der Lage, alleine hinzukommen, ohne meinen Muskel zu überdehnen. Wenn ich das Ding jetzt noch eins nach oben stellen würde und dabei, ich weiß, wovon ich spreche, Leute, nämlich genau bei der Übung, weil ich das damals falsch gemacht habe, ist mir der rechte Beuger schon mal angerissen, würde das wieder Kräfte produzieren, für die euer Körper gegebenenfalls nicht ausgelegt ist, die wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Mehr ist hier nicht besser. Ihr wollt nur in der aktiven Range arbeiten, die euer Körper auch möglich macht. Das heißt, wir haben das Knie hier wieder auf der Drehachse. Wir haben durch die Abmat im Rücken jetzt eine schön aufrechte Position, sodass die Hüfte wirklich maximal gebeugt ist, wir aber eine Stabilität haben. Wir müssen jetzt natürlich wieder noch die Füße ausrichten, denn auch hier gilt wieder, wenn die Beine nach außen gehen, die Kraft aber gerade verläuft, haben wir genau die gleichen Punkte wie beim liegenden Beincurl, dass wir hier nicht effizient arbeiten. Das heißt, komm mal nach vorne. Du siehst schon, und bei den meisten Leuten wird man das sehen, dass die Beine so ausgerichtet sind. Jetzt machen wir wieder Druck auf die Adduktoren, um die Beine auszurichten. Und wir nehmen auch vor allen Dingen die Fußspitzen wieder nach innen, um das Knie richtig in diese Linie zu bringen, dass wir möglichst gerade sind. Jetzt, pass auf Leute, kommt der allerwichtigste Punkt, der darüber entscheidet, ob diese Übung effektiv für euch wird oder nicht. Und das ist diese Polster bzw. die Stütze, je nach Gerät, was ihr habt. Der Gegenpunkt, der euch hier im Gerät fixiert, ist der absolut entscheidende Faktor dadurch, wie viel Kraft ihr übertragen könnt. Wenn dieser nicht gegeben ist, könnt ihr euch das so vorstellen, als ob ihr Bankdrücken ohne Bank im Rücken macht oder eine Beinpresse ohne die Rückenstütze. Die Kraft, die ihr übertragen werden könnt, ist absolut lächerlich und bei weitem nicht das Potenzial ausgeschöpft, was hier eigentlich möglich wäre. Von dem her gilt es jetzt, diesen Punkt maximal stabil zu machen. Wenn ich das jetzt einfach nur so runterstelle, dann werde ich maximal rausgehebelt werden und das Gewicht wird mich gleich einfach gnadenlos wegziehen, weil ich hier keinen Punkt habe, der das Gewicht gegenkontert. Dementsprechend müsst ihr hier wirklich gegendrücken, als ob es um euer Leben geht. Es sollte eigentlich viel anstrengender sein, das Ding hier runterzudrücken, als die Übung auszuführen. Gebt euch da wirklich Mühe. Nein, das ist noch nicht genug. Ah, jetzt ist es genug. Wenn das nicht wehtut und unangenehm ist, dann ist es definitiv noch nicht fest genug. Und nach dem Satz, ich habe jetzt noch nicht mal einen Satz gemacht, aber trotzdem freue ich mich drauf, wenn das wieder gelöst ist. Dieses Gefühl solltet ihr haben.
damit ich mir jetzt nichts abreiße. Machen wir ein bisschen leichteres Gewicht hier zu Demonstrationszwecken. Ihr merkt, ich bin fix und fertig gerade von dem Runterstellen, aber so sollte es auch sein. Denn wenn ihr hier erstmal die richtige Stabilität habt, wird das dafür sorgen, dass ihr hier auch wirklich reinhauen könnt in der Übung. Bevor wir loslegen, noch ein wichtiger Punkt. Wenn ihr das Polster dann unten habt, ist es enorm wichtig, wo ihr euch festhaltet. Es gibt ganz viele Beincurl-Varianten, die hier zwei Griffe haben, wo ihr euch dann so festhaltet. Das ist mega ineffizient und ich verstehe auch wirklich nicht im Gerätedesign, warum das so gemacht wird, denn leistungsorientiertes Training ist so auf jeden Fall nicht möglich. Ihr müsst immer da das Gewicht kontern, wo auch die Kraft wirkt und das ist hier immer am Bein selbst. Das heißt, je weiter ihr euch vom Bein entfernt, egal ob nach oben, nach vorne oder wo auch immer hin, desto ineffizienter wird es. Das ist ungefähr so, als ob ihr Bankdrücken macht, aber nicht mit dem oberen Rücken auf der Bank aufliegt, sondern nur mit dem unteren Rücken und der obere Rücken frei ist. Das heißt, da, wo das Gewicht liegt, wird überhaupt nicht gekontert, sondern nur da, wo der Hintern ist. Dementsprechend verzieht sich das wieder und ihr müsst es auf eine Linie bringen. Das heißt, wenn hier das Gewicht wirkt, wollen wir uns auch hier festhalten, nicht hier. Dieser Abstand kann euch schon die Stabilität kosten, die wir hier brauchen in der Übung, um alles rauszuholen. Dementsprechend ist es jetzt für diesen Griff bestmöglich, dass wir uns so festhalten und von oben reindrücken sozusagen. Denn hier wirkt die Kraft, ich würde so rausgehebelt werden und die wollen wir kontern, indem wir uns hier reindrücken. Wenn ich mich jetzt hier festhalten würde, bei dem anderen Modell von Gym 80, das habt ihr wahrscheinlich alle im Studio, gibt es hier oben zum Beispiel so einen Griff. Das ist auch völliger Schrott, denn ihr seht schon, der Abstand ist viel zu groß von meinem Bein zu diesem Griff. Und dementsprechend könnte ich hier gar nicht diese Kraft aufbringen, weil hier kann ich ja maximal in diese Ebene arbeiten, aber nicht in diese Ebene. Von dem her empfehle ich euch, so nah wie möglich an das Bein ranzukommen und hier tendenziell an der Seite von oben nach unten reinzudrücken. So, jetzt wird's ernst. Ich muss alles zusammenbringen. Von dem her richten wir die Hüfte nochmal richtig aus. So. Beine richtig ausgerichtet. Jetzt schieben wir uns maximal rein, nehmen die Brust aber hoch. Wir sind nicht zusammengefaltet, sondern nehmen die Brust hoch, schieben uns rein und curlen das Gewicht ran. Wichtig dabei, die Füße in der Ausrichtung gerade zu lassen. Das heißt jetzt nicht in den Wiederholungen, wenn es schwer wird, das hier zu machen, dass die Füße wieder nach außen abdriften, sondern die ganze Zeit auch die Adduktorenspannung aufrechtzuerhalten, dass das Knie innen rotiert ist, Füße innen und das die ganze Zeit gerade zu behalten. Ihr müsst euch während der Übung extrem hier reinschieben. Ihr dürft nicht locker lassen. Denn sobald ich hier locker lasse, wird Folgendes passieren, dass meine Hüfte ausbricht und nach vorne gezogen wird. Das wollen wir vermeiden. Wir bleiben hier in dieser gestreckten Position. Heben die Brust die ganze Zeit an, haben eine gewisse Grundspannung im Bauch. Das heißt hier, der ist nicht locker, damit er nicht ins Hohlkreuz wandert, sondern ihr cruncht den Bauch die ganze Zeit leicht ein. Habt aber trotzdem die Brust oben, um die Hüfte halt maximal zu beugen. Und wie ich gesagt hatte, nach den Wiederholungen sollte es nur eine Sache geben bei euch im Kopf und das ist hier aus diesem Polster rauszukommen. Auch wieder eine ganze Menge Zeug, aber ich bin noch nicht fertig. Einen abschließenden Tipp zum sitzenden Beuger habe ich noch für euch. Und zwar, wir haben viel über Stabilität gesprochen und das ist hier sicherlich irgendwann der Punkt, gerade wenn ihr stark werdet, der limitieren wird, wie viel ihr aus der Übung rausholt. Da gibt es einen tollen Trick, der nochmal zusätzliche Stabilität bringen wird. Das ist jetzt nicht die beste Variante, aber es ist eine Hilfe, falls ihr keine bessere habt. Mittlerweile gibt es Sitzgurte, ja, ihr kennt das von vielen Geräten, die es euch erlauben, euch in dem Gerät anzuschnallen sozusagen, dass ihr in dem Gerät gehalten werdet. Das Ganze könnt ihr jetzt auch mit einer Transportsicherung sozusagen nachstellen, dass die von hinten kommt, hier rumgelegt wird und ihr euch dann sozusagen, wenn ihr drin sitzt, anschnallt, dass ihr das festzieht, eure Hüfte dementsprechend reingedrückt wird. Wichtig ist hierbei, dass die Spannung von hinten kommt, nicht von vorne. Das heißt, ihr wollt euch nicht so anschnallen, nicht so wie jetzt im Auto, denn die Kraft wirkt ja auf dieser Ebene. Wenn ihr euch so anschnallt, wird das nur bedingt etwas bringen, weil wir die Kraft ausgleichen wollen, die in dieser Ebene arbeitet, nicht in dieser. Von dem her gilt es, dass den Sitzgurt, wenn dann, hinten und unten anzubringen. So, stellt euch vor, ihr sitzt drin, dass das sozusagen von hier gegenhält und eure Hüfte in diese Richtung zieht, dass ihr nicht rausgehebelt werdet. Ist sicherlich nicht für alle von euch sofort von Anfang an notwendig, aber gerade wenn ihr hier immense Gewichte bewegt und schon merkt, dass ihr immer rausgehebelt werdet und Probleme habt, die Hüfte in Position zu halten, definitiv mal ein Versuch wert, um noch mehr aus der Übung rauszuholen.
So Freunde, jetzt kommt die große Belohnung für alle, die fleißig dran geblieben sind. Und wir springen hier in meine absolute Lieblingsübung für den Beinbeuger, die eigentlich mehr aus einer Not heraus entstanden ist. Denn Glute Ham Raises, die wir uns jetzt gleich im Nachhinein in der klassischen Variante auch nochmal anschauen werden, sind ja eine wirklich tolle Beinbizepsübung. Aber in den wenigsten Studios habt ihr ja wirklich eine gute Glute Ham Raise Bank zur Verfügung. Und gerade auch von Gym 80, wir sind hier im Golds und hier gibt es hauptsächlich Gym 80 Ausstattung, ist die Bank nicht wirklich zu gebrauchen, weil das Polster, auf dem ihr euren Oberschenkel ablegt, sehr, sehr weich ist. Und gerade mit hohem Körpergewicht habt ihr dann wieder die Stabilität als limitierenden Faktor, weil ihr einfach wie Butter in dieses Polster reinsinkt. Dementsprechend musste ich mir immer eine Alternative schaffen, wenn ich mal in einem McFit oder anderen Studios trainiert habe, wo keine Glute Ham Raise Bank zur Verfügung steht, und habe dann dementsprechend einfach mir Gedanken gemacht, wie kann ich denn das Grundprinzip von der Glute Ham Raise, also die Kombination aus einer Hüftstreckung und einer Kniebeugung gleichzeitig in eine Übung zu packen. Denn das ist letztendlich die Funktionsweise vom Beinbeuger, die Hüfte zu strecken und das Knie zu beugen. Und wenn wir beides in einer Übung haben, haben wir natürlich eine Win-Win-Situation. Denn bei den meisten Übungen haben wir beides nicht aktiv. Das heißt, beim gestreckten Kreuzheben zum Beispiel haben wir nur eine Hüftstreckung, aber keine Kniebeugung. Oder beim Beincurl haben wir dementsprechend nur die Kniebeugung, aber nicht die Hüftstreckung gleichzeitig, beziehungsweise nicht aktiv. Denn in dem sitzenden Curl haben wir zwar eine gebeugte Hüfte, aber nicht, diese ist ja statisch und bewegt sich nicht mit. In dieser Übung können wir jetzt beide Bewegungsmuster zusammenbringen und den Beinbizeps wirklich auf eine tolle Art und Weise belasten, weshalb hier unser Programm noch bestmöglich abgerundet wird, um jetzt hier diese Hüftstreckungsvariante noch mit reinzubringen. Warum machen wir kein Kreuzheben? Ganz einfach, weil das Kosten-Nutzen-Verhältnis, finde ich, beim Kreuzheben nicht wirklich gegeben ist. Wir haben einen sehr hohen Übertrag auf den Gluteus, der aber, wenn wir die richtige Beinstellung einnehmen, auch schon beim Quadrizeps-Training eigentlich genug Reiz abbekommen sollte, sodass hier keine Extraübungen notwendig werden sollten. Da, wie gesagt, gehe ich noch mal in meinem Quadrizeps-Video näher darauf ein, dass ihr dann merkt, wie ihr an Beinpresse, Kniebeugen und Co. eure Füße so positionieren könnt, dass ihr nicht nur ausreichend euren Quadrizeps trainiert, sondern dementsprechend auch den Gluteus gleich ausreichend mitnehmt. Dementsprechend vier Regenerationskapazitäten würde jede mögliche Kreuzhebevariation veranschlagen, während wir aber sehr, sehr wenig Reiz auf den Beinbeuger setzen können. Es ist doch eher mehr wieder eine Ganzkörperübung, die so die Belastung auf möglichst alle Muskelgruppen gleichzeitig verteilt, den Beinbeuger aber nicht mal in seinem vollen Umfang überreizt, denn durch die Hüftbeugung bzw. Streckung alleine wird der Beinbeuger noch nicht hundertprozentig trainiert. Dort werden nicht alle Köpfe maximal beansprucht. Dafür braucht ihr auch zwangsweise die Kniebeugung im gleichen Verbund. Dementsprechend würde ich mich eher immer für so eine Art der Übung entscheiden, um den Beinbeuger wirklich jetzt spezifisch zu trainieren. Bei Anfängern ist das nochmal eine andere Geschichte. Da reicht es sicherlich auch, gestrecktes Kreuzheben zu machen, und die Regeneration spielt noch gut mit, weshalb man diese Übung definitiv mit einbauen kann. Aber gerade in einem fortgeschrittenen Bereich, wenn ihr wirklich stark werdet, ja, und hohe Gewichte benutzt, steht das einfach irgendwann nicht mehr im Verhältnis, weil der Reiz nicht mehr spezifisch genug ist, um den Beinbeuger wirklich gut zu überlasten, sondern sich mehr auf den ganzen Körper verteilt. Aber auf der anderen Seite ihr enorm viel Zeit braucht, um euch von dieser schweren, großen Übung zu regenerieren. Von dem her in meinem Beinbeugerprogramm noch nie wirklich mit dabei gewesen und wie gesagt eine große Stärke von mir, weshalb es mir auf jeden Fall nicht geschadet hat, mein Programm eher so umzustrukturieren, dass ich halt meine Gluteus- und Adduktorarbeit mir über das Quadrizeps-Training abhole und dort spezifische Anpassungen vornehme, um meine Übungen so zu modifizieren, dort diesen Übertrag gleich mitzunehmen, ohne extra Übungen machen zu müssen, und beim Beinbeugertraining wirklich den Fokus auf den Beinbeuger an sich zu legen. Jetzt soll es aber, wie gesagt, um meine Spezialübung gehen. Und ja, ich habe noch keinen coolen Namen, dementsprechend seid ihr jetzt gefragt. Haut das gerne unten in die Kommentare, wie wir diese Übung nennen wollen. Ich mache sie schon seit Jahren und habe immer noch keinen Namen, den ich irgendwie ins Buch schreibe. Ich schreibe da mal Glute Ham Raise 2 einfach rein, total bescheuert. Das ist eine gute Möglichkeit, jetzt mal hier einen schönen Namen zu finden. Und für denjenigen mit dem besten Vorschlag gibt es natürlich auch eine Dose Epic Pump von mir auf meinen Nacken. Von dem her, haut alle gerne in die Kommentare eure Vorschläge, und der Gewinner kann sich dann über einen saftigen Pump im Training freuen. Jetzt ist erstmal die Frage, wie bauen wir das Ganze auf? Ihr braucht, wie ihr seht schon, eine ganz normale Rückenstreckerbank. Und der große Unterschied ist jetzt, dass wir den Winkel verändern. Denn wenn wir jetzt aus der normalen Position agieren würden, hätten wir nicht das Widerstandsprofil so manipuliert, dass wir in der Beugung des Knies auch einen Widerstand haben. Der würde sozusagen gegen Null gehen, weil wenn wir das Knie gebeugt haben, sozusagen in einer Linie mit der Schwerkraft sind und der Widerstand abnimmt. Hier würde zwar die Hüftstreckung überlastet werden, die ist ja aber nur untergeordnete Reihe bei dieser Übung. Hier ist ja vor allen Dingen auch die Kniebeugung im Vordergrund. Dementsprechend erhöhen wir jetzt die Position, indem wir einfach das Stepbrett drunter packen. Die habt ihr wahrscheinlich alle bei euch im Studio rumstehen. So,
Und das ist auch ungefähr eine Höhe, die ich euch empfehlen würde vom Winkel her, wo ihr das Widerstandsprofil so ausgleicht, dass sowohl der erste Teil der Bewegung, wo die Hüfte gestreckt wird, überlastet wird, aber dementsprechend auch noch genug Widerstand da ist, wenn ihr gegen oben in die Beugung des Knies kommt. Vom Setup her ist es wichtig, dass ihr das Ding so weit runterstellt, dass euer Knie direkt unter dem Polster ist. Ganz, ganz wichtig. Nicht auf dem Polster, sondern direkt darunter. Das heißt, wenn eure Knie hier drauf sind, seht ihr schon, jetzt ist hier viel zu viel Platz. Ich habe ja überhaupt nichts, wo ich gegenarbeiten kann. Aber auf der anderen Seite, wenn ich es jetzt komplett runterstelle, seht ihr schon, ist mein Knie auf dem Polster sozusagen. Und wir wollen es da drunter haben. Dementsprechend stelle ich es jetzt noch eine Stufe hoch. Und kann jetzt sicherstellen, dass ich wirklich direkt unter dem Polster bin. Hier stelle ich sicher, dass ich mit meinen Hacken hinten an dem Polster dran bin, um hier auch gegenarbeiten zu können. Dann stellt euch vor, ihr führt die Übung so aus, dann habt ihr hier nichts, was ausgleicht sozusagen, um diese Kraft wieder zu kontern. Dementsprechend Knie hier richtig reinschieben. Hier stellt ihr sicher, dass eure Hacken richtig drin sind. Und wenn ihr oben in die, komm mal nochmal zur Seite, auf meine Füße. Wenn ihr in die Kontraktion kommt, heben eure Hacken auch ab. Das heißt, ihr geht sozusagen auf die Zehenspitzen. Während ihr nach unten geht, gehen die Hacken wieder an die Plattform ran und in der Kontraktion geht ihr dann auf die Hacken, um hier wirklich in die volle Kontraktion zu kommen. Denn wenn ihr in der Kontraktion mit den Hacken hier bleiben würdet, würde euer Bewegungsumfang limitiert werden. Dementsprechend negative so gestalten und während der Streckung dann ruhig auf die Zehenspitzen kommen und hier richtig maximal das Knie die ganze Zeit reinschieben. Da ich natürlich heute nicht Beinbeuger trainiere, wieder schlau geplant, blende ich euch mal ein, wie das Ganze jetzt hier in Aktion aussieht, denn ich bin wieder so talentiert und reiß mir irgendwas ab, wenn ich euch das hier irgendwie zeige. Dementsprechend gibt es jetzt Anschauungsmaterial für euch und ihr achtet vor allen Dingen wieder darauf, dass ihr die Übung maximal kontrolliert ausführt. Das heißt, hier sollte auf gar keinen Fall mit Schwung gearbeitet werden, denn da geht es ganz besonders schnell, dass ihr die Belastung eher in den unteren Rücken shiftet, was ja hier jetzt nicht wieder unser Fokus ist. Eine weitere wichtige Sache, die ich euch empfehlen würde, ist bei der Übung auf gar keinen Fall zu stark ins Hohlkreuz zu gehen. Denn immer, wenn ihr diese Hohlkreuzposition forciert, werdet ihr auch wieder sehr stark hier eine Flexion in der Rückenmuskulatur haben und die Belastung aus dieser Kette abnehmen. Dementsprechend würde ich den Bauch immer leicht eincrunchen und den Oberkörper einrunden. Nur so viel, ihr wollt jetzt keinen richtigen Katzenbuckel machen, aber so viel, dass der untere Rücken nicht in die Flexion gehen kann. Das heißt, ihr spannt euren Bauch an und damit ist der Rücken sozusagen verankert in einer Position, wo er nicht in die Extension gehen kann, also in die Streckung. Bauch anspannen, Oberkörper leicht einrunden vom oberen Rücken her, dass ihr die ganze Zeit in dieser Position bleibt. Stellt euch vor, jemand kommt und schlägt euch in den Bauch und ihr wollt die ganze Zeit diese Bewegung kontern. Ja, dass ihr immer bereit seid sozusagen mit einer gewissen Grundspannung im Bauch, als ob ihr die ganze Zeit einen Schlag bekommen würdet. Das stellt wiederum sicher, dass hier nicht zu viel Spiel drum ist und die Rückenmuskulatur dann dementsprechend bestmöglich ausgeschaltet wird, um wirklich den maximalen Fokus auf der Beinkette zu haben. Zusatzgewicht ist noch eine wichtige Sache, nicht unerheblich, denn ihr werdet bei der Übung, wenn ihr jetzt stärker werdet, natürlich dann dementsprechend die Herausforderungen haben, gerade auch mit niedrigem Körpergewicht, dass ihr die Übung schwerer machen wollt. Hier würde ich euch empfehlen, eine Scheibe in die Hand zu nehmen. Die legt ihr idealerweise einfach vor euch hin. Wenn ihr in die Übung einsteigt, richtet ihr euch erstmal richtig aus, dass ihr erstmal sicherstellt, dass hier alles funktioniert. Hacken drücken rein, Knie drückt in das Polster und erst dann, wenn hier alles stimmt, nehmt ihr die Scheibe hoch und legt dann in der Bewegung los. Wichtig ist vor allen Dingen auch, wo ihr die Scheibe haltet, denn grundsätzlich können wir hier wieder manipulieren, welcher Teil der Bewegung schwer ist und welcher leichter wird sozusagen. Wenn ihr das Gewicht weit weg haltet vom Körper, wird es tendenziell schwerer, als wenn ihr es nah dran habt. Das heißt, wenn ihr jetzt in die Streckung geht und ihr wollt das Gewicht dort schwerer machen, haltet ihr es einfach weiter weg vom Körper, während ihr, wenn ihr hochkommt in die Streckung, das eher am Körper dran haltet, um das Widerstandsprofil hier sozusagen auszugleichen. Da könnt ihr einfach mal ein bisschen rumspielen und mal schauen, wie es sich anfühlt, wenn ihr das Gewicht in bestimmten Teilen der Bewegung weiter weg haltet oder näher am Körper positioniert. Das heißt, grundsätzlich wird zum Beispiel auch eine Gewichtsweste tendenziell schwerer sein, weil das Gewicht ja dann hier oben liegt, ja, und der Oberkörper sich ja weiter von dem Gerät entfernt. Denn wenn ich jetzt runtergehe in die Streckung, stellt euch vor, ihr habt auch eine Langhantel auf dem Rücken.
Und mein Oberkörper jetzt hier in die Vorlage geht, ist mein Oberkörper weit weg von dem Schwerpunkt, der hier kontert. Wenn ich das Gewicht jetzt hier hätte und ich hätte hier zum Beispiel eine Langhantel, wäre das wesentlich einfacher, als wenn ich das Gewicht jetzt hier auf dem Rücken habe und weit weg bin. Das heißt, auch hier immer darauf achten, wo befindet sich Gewicht im Raum in Relation zu dem Gerät und was macht es mit der Übung. Ich finde das die Variante mit der Scheibe am besten, weil hier kann man wieder individuell ein bisschen mitspielen, um die Bewegung auszugleichen. Und ihr habt einfach eine schnelle Möglichkeit, im Studio euch Gewicht zu schnappen, ohne dass ihr jetzt erstmal groß rumbauen müsst. So viel erstmal zu den Basics der Übung, aber den wichtigsten Teil habe ich eigentlich noch gar nicht erklärt. Und zwar, dass wir ja hier eine Mischung machen aus, wie gesagt, der Hüftstreckung und der Kniebeugung. Das heißt, der erste Teil der Bewegung ist vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, dass wir hier sozusagen den Rücken jetzt, wie gesagt, leicht einrunden, Spannung im Bauch haben, dass wir von hier bis hier erstmal die Hüftstreckung haben. Dann würde ja das normale Rückenstrecken im Prinzip aufhören. Also die Hyperextension, die ihr hauptsächlich für den Arsch macht, würde dann dementsprechend beendet sein. Aber genau hier gehen wir jetzt einen Schritt weiter und fügen dieser Bewegung noch den zweiten Teil hinzu, dass wir dann von dieser Position aus jetzt uns nach hinten curlen. Das heißt, während das aufrechterhalten bleibt hier mit der Spannung, dass wir jetzt nicht das machen, sondern eher das, ziehen wir uns aus dem Beinbeuger nach hinten. Stellt euch vor, ihr macht einen Beincurl mit eurem Körpergewicht. Ja? Das heißt, erster Teil der Bewegung ist dann erstmal, wie gesagt, von hier die Bewegung, Spannung im Bauch, oberer Körper leicht eingerundet, in die Streckung und der zweite Teil jetzt der Curl, dass ihr dann euer Körpergewicht aus dem Beinbeuger nach hinten zieht. Ihr seht schon, ich gehe auf die Zehenspitzen, der Beuger kommt hier in die Kontraktion und ähnlich, wenn ich jetzt wieder in die Negative gehe, mache ich erstmal die Beugung und dann die Hüfte hinterher. Das heißt, wir kombinieren hier diese Funktion vom Beinbeuger, indem wir die Hüftarbeit und die Arbeit im Knie zusammenbringen und in zwei Teilen der Bewegung arbeiten. Ihr führt sozusagen zwei verschiedene Übungen aus und bringt diese zusammen. Da wird es wahrscheinlich erstmal technisch am Anfang ein bisschen schwierig werden, das Ganze zu erlernen, dass ihr wirklich lernt, wann am Teil der Bewegung ihr was machen müsst. Aber nicht verzweifeln, die Arbeit lohnt sich auf jeden Fall hier dran zu bleiben, denn das ist wirklich eine großartige Übung. Und wie angesprochen, eine Hyperextension Band findet ihr so ziemlich in jedem Studio. Probiert es unbedingt aus. Großer Vorteil hier gegenüber der Variante der normalen Gluteal Raises ist, dass wir, wie gesagt, die Hüftstreckungsvariante noch mal wesentlich besser überladen können. Wir werden jetzt gleich noch mal im Nachgang die normale Gluteal Raise zeigen. Aber das jetzt schon mal zu der Spezialübung, wo ihr jetzt euch erstmal einen coolen Namen einfallen lasst, zu den absoluten Basics. Und wir schauen mal, wo die hauptsächlichen Unterschiede zur normalen Gluteal Raise liegen. Gluteal Raise, das ist die originale Variante, die ihr wahrscheinlich in den meisten Studios nicht so findet. Falls ihr sie habt, solltet ihr sie aber definitiv in Erwägung ziehen. Und ihr seht schon, das hauptsächliche Problem hier bei dem Gym 80 Modell ist, dass diese Polster halt wirklich butterweich sind. Es gibt wesentlich bessere Modelle. Gerade bei Hammer müsst ihr aufpassen. Es gibt ein Modell, was diese Polster als Rollen hat. Die solltet ihr auf jeden Fall vermeiden. Das bringt wieder enorm viel Instabilität in die Übung und macht sie weniger effektiv. Wenn ihr aber das festgestützte Polster habt, könnt ihr das definitiv verwenden. Weitere gute Hersteller sind zum Beispiel auch Leico oder auch Strength Shop hat eine richtig gute Version, die ich damals auch in meinem Home Gym hatte. Ich blende euch mal hier irgendwo oben noch mein Home Gym Video ein, dann kriegt ihr da noch mal einen kleinen Einblick, wie ich das da umgesetzt habe. Ich glaube, die kostet 300 € oder so. Das heißt, falls ihr auch zu Hause trainiert und euch Equipment anschaffen wollt, womit ihr die hintere Beinkette wirklich bestmöglich trainieren könnt, ganz, ganz klare Empfehlung. Hat mich damals immer sehr gut nach vorne gebracht, das Gerät. Ist super platzsparend und wie gesagt auch relativ kostengünstig in der Anschaffung. Aber starten wir jetzt hier mal mit dem Gerät, um euch auch wieder die Grundprinzipien zu verdeutlichen. Grundsätzlich von der Einstellung her starten wir erstmal wieder, wie immer, mit den beweglichen Teilen und stellen die auf unsere individuellen Bedürfnisse ein. Wir haben schon gesagt, unten bei der Gluteal Raise 2, wo ihr jetzt noch den Namen für erfindet, dass wir das Knie genau an der untersten Kante des Polsters haben wollen. Hier ergibt sich jetzt noch der Umstand, dass wir noch ein zusätzliches Polster für die Knie haben, um nicht abzurutschen. Das brauchen wir in der untersten Position nicht, weil ja da der Winkel von dem Polster anders geschoben ist. Hier würde das aber sonst dazu führen, dass wir gegebenenfalls mit dem Knie nach unten rutschen sozusagen. Das heißt, wir stellen jetzt erstmal das Ding so ein, dass wenn wir die Füße hinten verankert haben, das Knie wieder genau hier aufhört. Wir sind mit den Füßen hinten dran. Aber mein Knie ist genau in der Position, dass ich hier an dem Polster dran bin. Wir wollen nicht dahinter sein sozusagen, denn der Druckpunkt soll genau mit dem Oberschenkel auf dem Polster liegen, aber auch nicht darüber. Das heißt, das Knie wirklich direkt hier hinten schieben und der Fuß ist wieder dran. Das
Der Hacken ist wieder am obersten Polster. Ihr solltet sicherstellen, dass ihr hier schon eine gewisse Vorspannung habt. Und während der Bewegung geht ihr dann wieder auf die Zehenspitze. Das heißt, in der negativen Phase ist der ganze Fuß dran. Und während ihr hochkommt, löst ihr diesen und kommt mit dem Hacken sozusagen hoch, dass ihr hier Luft habt und in die volle Kontraktion kommt, um den Beinbizeps arbeiten zu lassen. Ich blende euch ein, wie das Ganze in Action aussieht, um mir jetzt wieder hier nicht die Hälfte abzureißen. Aber eine unglaublich wichtige Sache, um die Übung noch besser zu machen, ist definitiv ein Band hinzuzufügen. Das Ganze wird euch gerade am Anfang, wenn ihr noch nicht mit der Übung vertraut seid, erstmal überhaupt ermöglichen, die Übung auszuführen. Denn wenn ihr sie richtig macht und nicht die Hälfte aus dem Rückenstrecker zieht, ist es eine unglaublich fordernde Übung. Und ihr werdet überrascht sein, wie viele Wiederholungen ihr schafft, wenn ihr das Ganze wirklich aus der Zielmuskulatur holt. Aber nichtsdestotrotz wird dieses Band auch dafür helfen, mehr Stabilität hinzuzufügen. Wir haben schon in verschiedenen Punkten darüber gesprochen, warum es ratsam sein kann, in Übungen, gerade freie Übungen wie diese hier, noch mehr Stabilität hinzuzufügen. Das Band sorgt einfach dafür, indem wir das von hinten festmachen, dass wenn wir uns nach vorne lehnen mit dem Oberkörper, mehr Spannung drauf kommt, das heißt, es unterstützt uns. Das ist jetzt kein Widerstandsband, was die Übung schwerer macht, sondern ganz im Gegenteil, es hilft uns. Denn stellt euch vor, ich steige in die Übung ein, lege mir das Band einmal um die Schultern rum und halte das auch hier fest. Und wenn ich jetzt nach vorne gehe, seht ihr schon, es spannt sich mehr und zieht mich ja sozusagen wieder zurück. Das heißt, je mehr ich mit dem Oberkörper jetzt nach vorne mich lehnen würde, desto mehr Widerstand bekomme ich von dem Band. Und es hilft mir sozusagen aus dem Winkel, wo ich am meisten von dem Gerät entfernt bin, wo es tendenziell am schwersten ist, wieder in die Bewegung reinzukommen. Ihr könnt jetzt ganz individuell steuern, wie viel Belastung ihr braucht, indem ihr einfach mehrere Bänder hinzufügt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel große Probleme habt mit der Übung und noch gar keine Wiederholung hinbekommt, fügt einfach zwei, drei oder ein sehr starkes Gummiband hinzu, was dann letztendlich wieder sehr viel Unterstützung gibt. Je stärker ihr seid, desto weniger braucht ihr. Aber selbst wenn ihr ohne Gummiband das Ganze schaffen würdet, würde ich euch immer noch empfehlen, ein sehr leichtes Gummiband hinzuzufügen und dann gegebenenfalls trotzdem noch mit Zusatzgewicht zu arbeiten, denn alleine durch die Positionierung des Bandes und durch die Verankerung vor dem Körper, dass ihr das Gewicht hier festhaltet, gewinnt ihr eine grandiose Oberkörperspannung, die es euch ermöglicht, hier aus der Übung mehr rauszuholen. Denn wenn eure Arme irgendwo im Raum rumfliegen, ja, und euer Oberkörper nicht richtig hier eingeloggt ist, werdet ihr dementsprechend weniger aus der Übung rausholen. Auch hier gelten die gleichen Grundprinzipien, dass wir wieder den Bauch unter Spannung halten wollen und den oberen Rücken leicht einrunden. Das heißt, wenn wir jetzt hier in die Aufwärtsbewegung gehen und wir machen das hier, was alle machen, dass wir mit dem Kopf und dem ganzen Körper nach hinten fliegen, werdet ihr eine sehr starke Flexion in der Rückenstreckermuskulatur haben und dementsprechend wieder weniger Shift auf den Beinbeuger. Dementsprechend machen wir genau das Gegenteil. Wir richten uns von dieser Position, indem wir den Bauch crunchen und den Oberkörper leicht fixiert halten. Da hilft natürlich der Umstand dann enorm, wenn wir das Band von hinten kommen lassen und hier dementsprechend uns reinziehen, weil das hilft sozusagen auch diesen Crunch zu machen, als ob ihr das mit dem Gummiband die Bauchübung ausführen würdet, so Kabelcrunches. Ihr könnt euch vorstellen, was ich meine. Das sorgt einfach dafür, dass ihr die Grundspannung aufrechterhaltet während der ganzen Übung. Und auch wenn das Gummiband kaum Unterstützung gibt und es nur ein leichtes Band ist, wird das dazu führen, dass die Übung wesentlich effizienter wird. Ja, also ihr haltet die ganze Zeit diese Bewegung, geht dann nach vorne. Und während ihr sozusagen in die volle Streckung kommt, habt ihr die maximale Unterstützung von dem Band, sodass das Widerstandsprofil der Übung dann einfach noch ausgeglichen wird. Warum meine persönliche modifizierte Variante der Gluteum Raise, die wir euch eben gezeigt haben, noch besser geeignet ist, um ja einfach Hüftstreckung und Kniebeugung besser zusammenzubringen, ist, dass das Widerstandsprofil einfach dort ein bisschen ausgeglichener ist. Hier ist es so, dass die Kniebeugung sehr, sehr stark ist. Also das heißt, hier müsst ihr sehr stark ackern, um aus diesem toten Punkt rauszukommen. Die Hüftstreckung wird hier aber ein bisschen vernachlässigt, denn am untersten Punkt ist die Spannung hier komplett weg. Stellt euch vor, wir gehen hier einmal komplett runter. Und ich bin hier, jetzt ist mein Körper genau in einer Linie mit der Schwerkraft. Und alles, was von hier kommt, hier habe ich überhaupt keine Spannung mehr auf der Muskulatur. Dadurch, bei dem unteren Ansatz, dass wir die Bank dementsprechend in eine Schräglage gebracht haben, hier sind wir ja komplett gerade, dadurch, dass wir unten eine Schräglage hatten, ist das Widerstandsprofil ausgeglichen, dass auch in der untersten Position noch Spannung da ist und die Hüftstreckung auch wirklich eine Herausforderung für uns ist. Das heißt, da könnt ihr einfach nochmal Akzente setzen, welchen Teil der Bewegung ihr überladen wollt. Wenn es euch
tendenziell mehr um die Beugung des Knies geht. Das heißt, ihr wollt einen Beincurl mit eurem Körpergewicht machen, dann ist diese Variante definitiv besser geeignet, weil hier dieser Abschnitt der Bewegung schwerer ist. Im unteren Teil der Bewegung, den ich euch eben gezeigt habe, steht mehr die Hüftstreckung mit im Vordergrund und ihr könnt halt somit Nuancen setzen im Training, je nachdem, wenn ihr jetzt zum Beispiel schon in irgendeiner Art und Weise Kreuzheben im Plan habt, wo die Hüftstreckung schon sehr dominant ist und ihr diese schon abgearbeitet habt, dann würde es im Programmdesign zum Beispiel Sinn ergeben, noch eine Übung wie die klassischen Gluteum Raises einzubauen, wo dann eher die Beugung des Knies im Vordergrund steht und wir die Streckung der Hüfte tendenziell sogar rauslassen. Auf der anderen Seite, wenn ihr wie ich kein spezifisches Kreuzheben ausführt, weil die Regenerationsmöglichkeiten einfach nicht so da sind, dann kann es tendenziell schon Sinn ergeben, die andere Art und Weise der Gluteum Raise auf der Hyperbank auszuführen, um diese Hüftstreckungskomponente dann zumindest in euer Training noch mit reinzubringen. Kommen wir nochmal zum Schluss auf das Thema Zusatzgewicht zu sprechen. Irgendwo ab einem gewissen Punkt sollte das notwendig sein und selbst wenn ihr eine Scheibe vor, wenn ihr das Band zusätzlich nehmt, ein leichtes Gummiband, um diese Oberkörperstabilität zu gewährleisten, könnt ihr ja ohne Probleme trotzdem noch hier eine Scheibe festhalten. Jetzt ist wieder wichtig zu wissen, wie verändern wir das Widerstandsprofil, je nachdem, wo wir das Zusatzgewicht positionieren. Und hier gilt auch wieder, je weiter wir uns mit dem Schwerpunkt von dem Gerät wegbewegen, das heißt in die Streckung gehen, desto schwerer wird die Bewegung. Das heißt, wenn ich das Zusatzgewicht tendenziell irgendwo hier oben positioniere und dann in die volle Streckung gehe, ist das Zusatzgewicht mit meinem Körper irgendwo hier vorne und es wird sehr, sehr schwer zu arbeiten. Wenn ich das Zusatzgewicht aber nah an den Körper und eher zur Bauchmitte bringe, ist das Zusatzgewicht tendenziell irgendwo hier noch näher an dem Gerät dran und es wird viel, viel einfacher hier raus zu arbeiten aus dieser Positionierung, als wenn ich jetzt, sage ich mal, so oder so halte. Das ist wieder das gleiche Prinzip, als ob ihr Gewicht auf dem Rücken habt zum Beispiel. Dementsprechend würde ich euch empfehlen, für eine gute Mischung aus, ihr habt eine tolle Herausforderung durch das Zusatzgewicht, aber auf der anderen Seite gebt ihr auch nicht zu viel Stabilität auf. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel das Gewicht so halten würdet, wäre es natürlich extrem schwer. Aber auf der anderen Seite würde das Widerstandsprofil so unausgeglichen werden, dass der untere Teil der Bewegung in der Streckung... Stellt euch vor, ihr seid jetzt hier und haltet das Gewicht hier hin. Das ist extrem schwer und wenn ihr hier hinkommt, habt ihr dann wieder sehr wenig Spannung. Denn in dieser Position ist für euch wichtig zu wissen, ist die Spannung weg. Mein Gelenk ist in einer Linie mit der Schwerkraft und ich kann jetzt hier problemlos 5 Minuten verharren. Es ist überhaupt keine Spannung auf dem Muskel. Was natürlich für euch auch wichtig in der Bewegung ist, dass ihr hier keine Haltepunkte einbaut. Also ihr solltet nicht runtergehen, hochkommen und das Gewicht dann immer erstmal hier halten, weil das nimmt wieder Spannung von der Muskulatur ab. Ihr geht nur bis in die Streckung, aber geht auch gleich wieder runter, dass ihr wirklich eine fließende, durchgängige Bewegung macht, dass die Spannung niemals von dem Muskel abgenommen wird. Wenn ihr eine Pause machen wollt, macht sie eher in der untersten Position, wo es dann dementsprechend fordernd ist. Und auch hier wieder, selbst wenn ihr ohne Zusatzgewicht arbeitet, stellt euch bitte vor, dass ihr euren Körper nach vorne bringt. Ihr bringt euren Körper nicht nach unten. Das heißt, ihr solltet nicht an das typische Rückenstrecken denken, wenn ihr jetzt hier runter geht und den Körper, sage ich mal, hier hinbringt, sondern ihr solltet den Körper nach vorne bringen. Ihr solltet versuchen, stellt euch vor, ihr macht so eine Superman-Pose, als ob ihr euch so lang wie möglich machen wollt, denn das bringt den Beuger wirklich komplett auf Dehnung und wird natürlich auch nochmal das Widerstandsprofil so verändern, dass es schwerer wird. Wenn ihr jetzt hier möglichst nah dran bleibt, habt ihr immer noch so eine leichte Beugung im Kniegelenk und das könnt ihr den Beuger nicht richtig aufdehnen. Wenn ihr euch jetzt aber lang macht nach vorne, seht ihr schon, ich dehne meine Beine wirklich komplett auf, ich bringe den Beuger auf eine maximale Dehnung und nutze hier auch den vollen Umfang der Übung aus. Das heißt, ganz oft sieht man auch Leute, die das Gewicht dann irgendwie so machen, so eine halbe, aber immer eine Beugung im Knie behalten. Das reizt natürlich den Beuger bei weitem nicht so aus, wie er ausgereizt werden könnte. Das heißt, hier würde ich euch empfehlen, definitiv euch lang zu machen und dann so möglichst in die Streckung zu gehen, dass ihr hier aus dieser Position dann zurückhört. Das ist einfach ein gedanklicher Shift, den ihr machen müsst, dass wenn ihr in die Negative geht, dass ihr euch vorstellt, mit dem Oberkörper nach vorne zu gehen. Nicht runter, sondern vor. Das wird einfach nochmal dafür sorgen, dass die Übung ein bisschen effizienter wird. Genau. Ich würde sagen, das war erstmal eine Menge Input für euch hier bei der Übung. Verarbeitet den erstmal und schaut halt, welche Übung tendenziell für euch besser geeignet ist. Die klassischen Gluteum Raises oder die Variante, die ich euch unten vorgestellt habe. Probieren solltet ihr auf jeden Fall beide mal, denn sie können auf jeden Fall definitiv sinnvolle Optionen für euer Training darstellen. So Leute, wir sind am Ende hier mit dem Beinbeuger-Training und ihr habt gesehen, Beincurls im Liegen, Beincurls im Sitzen und 2 Variationen. Der Gluteum Raise sind hier wirklich alles, was ihr braucht, um alles aus eurem Training rauszuholen. Natürlich könnt ihr auch einen knienden Curl oder auch einen stehenden Curl zum Laufen bringen. Hier gelten die gleichen Grundprinzipien, dass ihr zum Beispiel das Polster richtig positioniert,
eure arbeitenden Gelenke mit der Drehachse ausrichtet und so weiter. All diese Feinheiten, die wir jetzt nicht im Detail für jedes Gerät besprechen wollen, denn ich denke, gerade mit dem sitzenden und mit dem liegenden Beincurl habt ihr die absoluten Basics an der Hand, die auch definitiv am besten funktionieren, um euch nach vorne zu bringen. Und ihr habt auch gesehen, was ihr vielleicht gar nicht so gedacht habt, man braucht nicht unbedingt eine Variation vom Kreuzheben, um einen tollen Beinbeuger oder generell eine hintere Beinkette aufzubauen. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, denn im Quadrizeps-Video werde ich, wie gesagt, nicht nur auf den Quadrizeps selber eingehen, sondern auch vor allen Dingen auf den Übertrag für Adduktoren und Gluteus, die sich wunderbar kombinieren lassen, um hier möglichst wieder effizient zu arbeiten und alles aus dem Training rauszuholen. Wenn ihr noch Fragen in irgendeiner Form habt, denn natürlich ist es mir nur immer begrenzt möglich, hier in alle Richtungen zu arbeiten, weil wir einfach so komplexe Themen besprechen, haut das gerne in die Kommentare und dann werde ich mich darum kümmern, euch da bestmöglich zu versorgen, dass wir hier auch alle in eure individuellen Umstände klären und euer Beinbizeps-Training auf Vordermann bringen. Wie immer bedanke ich mich sehr fürs Dabeisein und wenn ihr mehr Bock auf Content dieser Art habt, dann denkt auch dran, hier ordentlich mit meinem Code reinzuhauen, denn das gibt mir einfach die besten Möglichkeiten, noch mehr Content für euch zu produzieren. Da könnt ihr einmal beim Equipment bei Level vorbeischauen und da ordentlich sparen und genauso auch bei eurer Supplement-Bestellung bei Peak ordentlich reinhauen. In dem Sinne, Freunde, ich bedanke mich fürs Dabeisein und sage bis zum nächsten Mal.